Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft. Haben Sie es auch wieder dabei? So, ich gehe jetzt erstmal in meinen Keller. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, hat das super geklappt mit dem Innenausbau machen. Also ich habe hier noch ein bisschen was rausgewämst mit dem Wämser. So, Wemser. rauswämsen. Mit dem Wämser. Hier habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Hier habe ich rausgewämst. Hier hinten habe ich unsagbar viel Kies rausgeholt. Vor allem, wenn ich hier, da wo ich den Kies rausgemacht habe, Hansi, wenn ich da hinten rumlatsche und gucke nach oben, zeigst du mir einen Königsschleim an. Ja, oben von der Insel Aber mach schon mal noch ein bisschen Kies raus. Hast du gehört? Ja. Ich glaube, wir hier noch ein bisschen Kies raus. Ja. Ich habe auch noch, also ich habe einiges an Kies geerntet. Habe noch ein paar so versenkte Ziegel gemacht, aber noch nicht viel weiter damit gebaut. Weil, ja, ich habe die ganzen Erze eingeschmolzen, die wir in den letzten Expeditionen gesammelt haben. Und war eigentlich der Meinung, dass das erstmal ausreichend ist, die Größe vom Ofen, von der Schmiede. Weil ich krieg über 100 Materialien rein. Ich hab's halt probiert. Ich hab ein 6er Stack reingemacht gehabt. Und noch einzelnes. Und da waren halt über 100 drin und da war noch nicht voll. Und da hab ich mir gedacht, reicht. Da muss so geil. Ist ja alles hell. Ich stell mir hier eine Fackel hin. Geht denn auf Waffen eigentlich Kinderhaltbarkeit? Wie bitte? Geht auf Waffen denn Kinderhaltbarkeit? Doch, ganz unten. Check. Ja, normalerweise sollte. Hm? Das mit den Höhlen, also das ist ja alles hier Höhle, das ringsrum. Das muss ich alles mal noch irgendwie zwischen. Ich habe auch die Befürchtung, dass ich hier fast draußen bin, weil hier schon Sand und Erde ist. Irgendwie Angst. Aber Dass du die Höhlen, das muss ich, rausbuddelst. die Höhlen, das muss ich alles mal noch zubauen. Das hier wird ja quasi eh noch zu. Ausgeleuchtet ist es. Das sollte dann auch kein Problem werden. Da hinten ist auch noch der ganze Kies, den habe ich schon noch nicht geholt. Lava war schon mal ein bisschen unterwegs. Hier habe ich noch einen Ausguss dran gemacht. Weil hier habe ich auch ein paar gemacht. Das muss ich dann erstmal zusammenbauen. Hier habe ich mit tragbaren Tanks jetzt gearbeitet, wo mich der Hans auch hingewiesen hat. Und hatte dann diese Station hier, habe ich für die tragbaren Tanks. Da sammle ich den einfach so hier unten drunter. Und dann kann ich für 8000 Einheiten einfach hier reinlaufen lassen. Und kann das dann schon mal da drüben lagern, wenn ich jetzt was drin hätte, was ich vermischen würde. Aktuell habe ich Kupfer und Eisen drin. Das Eisen können wir mal drin lassen für Werkzeuge. Kupfer lassen wir mal ab. Das war ja jetzt nicht mehr so viel. Und ja, wir haben alles Mögliche probiert, aber anscheinend geht's in der 1.7.10 von Minecraft nicht mehr, dass man unendliche Wasserquellen bauen, Wasser, unendliche Lavaquellen bauen kann. Das Eisen. Mega. Leider, ja, wir haben wirklich. Also, ich habe jetzt nochmal geguckt gehabt und haben mir ein paar Tutorials angeguckt und das funktioniert aber alles nicht mehr. Egal, wie die Leute das gemacht haben, waren halt immer entweder waren es andere Varianten, andere Versionen Minecraft, die gespielt haben, oder es war sogar, dass die Tutorials von der PlayStation oder halt allgemein von Konsolen. Das hat halt alles hier nicht mehr funktioniert. Traurig, aber kann man nicht ändern. Da muss man halt immer auf Expeditionen dran denken, dass man leere Kanister mitnehmen. Und wenn man halt wirklich mal weit weg von zu Hause ist. Hier habe ich aufgelassen, ja, genau. Ich bin. Ach, Alter, dass ich das vergessen habe, ist natürlich auch wieder glorreich. Zwischen den Folgen ging mir das auf den Sack, da waren hier draußen so viele Monster. Da habe ich hier diese Alter. improvisierte Tür rausgehauen. War nicht so gut.
krasse Axt. Also, ich habe gerade ein Schwert gebastelt mit Looting 3 und Halbbockheit 3. Ich habe jetzt von einem Truthahn-Kill 5 Truthahn-Polder gekriegt. Das hört sich an, als wenn ich das brauche. Für Cheeseburger. Der Hansi ist schon wieder am Waffenbauen. Der Hansi hat sich auch schon hier Schaufeln und so gebaut. Ich habe ja, ihr seht, ich habe hier zwei andere Schaufeln jetzt. Das habe ich aber trotzdem vergeigt. Ich habe die falschen Tinkers-Schaufeln gebaut. Das ist nicht die 3x3, sondern das ist halt einfach eine andere mit Tinkers. In Enderman habe ich getötet. Der stand oben und hat mein Haus auseinandergenommen. Schwert habe ich hier, genau. Was macht denn der Hansi jetzt eigentlich noch so? Ich hab gerade aus Versehen den Kontakt geschlagen. Oh oh. Alles super. Nee, ich hab gerade zwischen den Folgen hier ein paar Kühe gezüchtet. Wenn wir das so machen können. Weil ich brauche Leder. Für große Rucksäcke. Ich überlege gerade, wie ich meinen Keller mache. Das ist ja diese Innenverkleidung von der dritten Etage. Aber die polierten Steinziegel mit dem Schüssel, die sind eigentlich. Oh, okay, die sind auch nicht so dunkel. Yeah, die sehen aus wie der Marmor. Check. Ich bleib hier, bleib hier. Muss Bruchstein erzeugen. Bruchstein erzeugen. Das ist das Geile, dass aus den ganzen Bruchstein-Varianten, Pflasterstein-Varianten, normaler Bruchstein geht. Und dann brenne ich den zu normalem Stein. Dann nehme ich den in Schüssel und mache mir Steine. Sehr geil. Alter. Ja, das ist endgeil. Modernes Mischmauerwerk. Das ist auch cool, so ab und zu so einen Stein davon dazwischen zu bimmeln. Hey, Kollege. Ja, mit dem Schwert kann ich mir gut vorstellen, halt wirklich, schnell eine für die Essensbeschaffung. Ja, das für mich attraktiv für die Kühe. Darf halt auf jeden Fall kein Feuer drauf sein, weil für die Cheesies, für die Burger brauchst du ja rohes. Ist das blödes? Was denn? So dunkel. Waffen? Unterwegs. Hast du kein Bett mit? Ja. Was bei dir? Ja. Das ist blöd, das geht nicht, schade. Weißt du, wie viel Fleisch ist so? Fleisch ist so. Wie viel? 5. Alter. Mann. Das ist geil. Das ist richtig geil. So, 36 Liter sollten reichen. Ich habe jetzt gerade überlegt. Die Decke hier aus Holz lasse. Steht er im Dorf eigentlich noch im Bett? Nö. Nö, nicht das wüsste. Ich weiß nicht, ob ein Tinkershaus unten jetzt steht. Wie ist das denn? Ja, wir haben Dorfbewohner gebaut. Wir haben da mal was konstruiert. Ich
Wo? Ich hasse Oger. Zwischen Dorf und deinem Haus. Ich weiß ja nicht, Aber er ist tot. ob ich jetzt immer weit genug weg war, dass die an meinem Haus nichts gemacht haben. Ich denke mal, das Wasser schreckt die ein bisschen ab. Also. Dass sie nicht über das Wasser drüber kämen. Ich habe bei mir ja ein paar Kerzen ringsherum gebaut. In der Hoffnung, Aber dass das. die Spawnrate direkt vor meiner Haustür, weil ich habe vorhin schon wieder einen vor meiner Haustür, ein bisschen abnimmt. Kann man auch bloß hoffen, dass das so bleibt. Ja, aber vielleicht ist es. Vielleicht spawnen die halt auch nur in manchen Biomen. Weil bei mir, das ist ja gegenüber auf die Wiese, hinterm Wasser, sag ich mal, da wo deins ist, das ist ja ein anderes Biom, wie da wo mein Haus steht. Dass das vielleicht schon einen Unterschied macht. Also. Du hast ja vorhin meine Marmorwände angeguckt, ne, und fandst das eigentlich ganz cool. Also der polierte Stein geht genauso gut. Und ist halt wesentlich einfacher zu beschaffen. Ja, jetzt habe ich das, was ich ja nicht in der Folge machen wollte, mache ich jetzt wieder in der Folge. Bauen. Ja, so ist das halt. Tagsüber wird keine Zeit gehabt. Essen habe ich auch noch nichts. Ich muss das Essen erstmal umlagern. Und ich habe drei Feuer gekriegt. Drei Feuer bei was? Beim Ober. Feuer. Ja. Feuer, was sich bewegt. Okay. Also selbst wenn ich das in Schubfach tue, das Icon bewegt sich. Okay. Ja. Cool. Kurios. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich brauche Stein. Man hat es gesagt, ein Leder in der Mitte und Stricke ringsrum. Links ein Leder, rechts ein Leder und die anderen mit Stricken. Gebundenes Leder. Gut. Genau, und das muss dann noch mal brennen. Dann habe ich gegerbtes Leder. Und da brauche ich aber auch 8 Acht Stück. 8 Stück von, genau. Und da musst du deinen normalen Rucksack da mit reintun. Ist halt nicht günstig, so ein großer Rucksack, aber. Teurere Sachen. Gut, ich brauche mehr Seide. Deswegen habe ich vorhin vor der Aufnahme zu dir gesagt, ob du wirklich vier große Rucksäcke bauen willst. Ja, will ich. Also ich hätte ja für die Seide vorgesorgt. Ich hätte ja auch genug Seide. Wie können wir denn aus Wolle
Seite machen. Das kann man auch irgendwie. Wie eine Angel. Also eine Diagonale. Nö. Doch. Von links unten nach rechts oben. Einfach immer Diagonale im Crafting-Menü. Habe ich. Kriegst du Faden raus. Weiße Wolle geht nicht. Ach, du setzt dich aus weißer Wolle, aus Baumwolle. Habe ich nicht Wow. viel. Hast du ein Problem? Muss ich ja. Dann musst du entweder Spinnen schlachten oder gehst ganz freundlich zu deinem Nachbarn in die Faden- oder Baumwollschublade und bedienst dich. Weil dein Nachbar hat schon seit, keine Ahnung, 20 Folgen, seitdem er das Rezept von den großen Rucksack weiß, in Neunerfeld Baumwolle oben vorm Haus stehen. Ein Glück habe ich was anderes gefunden wie Marmor für den Keller. Ich habe jetzt schon wieder Stacks verheizt. Ah, ich habe schon wieder ganz schön polierte Ziegelsteine jetzt verheizt. Wenn das alles Marmor gewesen wäre, schon mal noch 3-4 Höhlenexpeditionen machen. Expedition machen müssen. Große Marmorbrocken sind. Die Waldfee. Ich hab ein bisschen viel mit immer. Bist du auf dem Weg zu mir oder was? Nö, ich hab da Haus aufgemacht, um Baumwolldingsbums zu pflanzen. So. Ich dachte jetzt, du bist. Und weil gerade vor meiner Haustür eine Spinne war, habe ich gedacht, nutze die Gelegenheit gleich. Und ja. Das wird sie eh hell. Aber ich werde auf mein Schwert höchstwahrscheinlich noch Schärfe drauf machen müssen. Weil für Monster killen ist es halt auch ganz gut geeignet. Schärfe war mehr Damage, ne? Ja. Endefern. Ja, bietet sich bei Monster Köln an. Also gehst du jetzt, bist du jetzt gerade nicht mehr mit deinem Samurai-Schwert unterwegs, hast du jetzt das gecraftete? Ja, hatte ich gerade. Ach so, mit dem gecrafteten, da müsstest du ja auch bei den Spinnen mehr Fäden rauskriegen, oder? Das ist natürlich nice. Deswegen hatte ich das ja. Ich würde noch was machen. Hast du es mit der Schmiede gemacht oder mit deinem Zaubertisch? Zaubertisch. Der ist geil. Den werde ich auch noch finden. Ja. So, das ist ja Bombenkeller. Deswegen haben wir hier diese Druckausgleichszone außenrum. So. Keine Angst. Das wird noch anders. Das hier kommt weg. Hier kommt auch noch mal komplett eine Ebene weg. So. War so schön.
Division, Division. Das kommt doch nice. Das kommt doch ganz geil. Schubladen, überall Schubladen. Wie da mal abgeht. Nein. Der Hammer ist El Grande, ja. Der ist richtig, richtig geil. Oh oh. Wenn der Hansi O sagt, steht er entweder gleich im Chat. Ne, ich hing gerade 3-4 Sekunden in der Luft. Achso. Ich wollte sagen, entweder hängst du im Chat oder du hast wieder einen Ogre gehört. Ogre reichen wir erstmal. Da habe ich, glaube ich, schon mittlerweile genug von gesehen. Aber die droppen halt echt coole Sachen. Aber vorhin wolltest du ihn zu mir locken. Ja, damit du den Oma siehst. Gesehen habe ich die schon von Weitem. Das ist überhaupt kein Problem, reicht mir auch. Ist doch langweilig. Du musst die im Haus sehen. Da sind die Hammer. Wie war das vorhin zwischen den Aufnahmen mit dem Golem? Golem? Achso, ja. Hm. Ja. Hier draußen. Ungefähr. Hier stand ein Golem. Und wenn das Golem anfängt abzubauen, dann frisst das von wer weiß woher Blöcke. Ja, da war natürlich ein Keller. Ein paar Regale kaputt. Genau die Sachen, die hier. Die obersten und das. Hier haben ein paar Stufen gefehlt, hier haben ein paar Steine gefehlt. Das war ein Traum. Jetzt aber mal was anderes, was mir gerade einfällt. Hast denn du deine Angel wiedergefunden? Negativ. Also du warst noch nicht im Erdloch. Erdloch? Du hast vorhin zu mir gesagt. Ach, das Erdloch, nee, da war so nicht drin. Ich habe mir mittlerweile eine gecraftet. Weil ich habe einen coolen Zaubertisch. Ich kann das ja alles machen und tun. Wahrscheinlich liegt das aber mit den Golems und den ganzen Monstern daran, weil du immer so fresh bist. Ich schieß dir hier schon seit 10 Folgen mit einem Werfer Spawn-Eier rüber. Ich glaub's manchmal. Also ich finde hier immer mehr so eine Knochenfragment-Sache. So. Eisenschöpfer. Fischenschöpfer. Eisenherz. Das ist ja jetzt alles hell. Was? Nee, ich habe gerade überlegt. Im Keller sind ja jetzt die ganzen Wände alle hell. Weil es sieht ja quasi aus wie die Marmorziegel mit dem polierten. Also wirklich fast. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wenn ich das mit dem Schüssel. Schüssel? Dunkle Ziegelsteine auf dem Boden mache. Aus. Was gibt's denn noch? Sowas, ja. Wir gucken uns das jetzt mal an, ja. So. So. Was gab's noch? Muss man ja kurz mal Fußboden wieder raushacken. Das ist doch der, oder?
Nee, ist auch nicht schön. Der auf keinen Fall. Der vielleicht. Das sieht abgespaced aus. Was für ein Schrauben drauf sind. Ganz einfach. Was? Sind die? Nee. Ich mach's jetzt erstmal mit dem Dunkeln. Mit dem. Geht. Kann man machen. Ja, denke ich auch, ne? Was? Danke, dass du mich unterstützt. Ja, hat grad gut gepasst. So was ähnlich. Ja, das war ja coole Ader oder so. Ich muss halt mal gucken, was wir damit machen, ob man das hier irgendwann mal. Shit. Ich sehe schon kommen hier, dass ich mit meinem Keller irgendwann mal eine Wand raustresche, ich Diamant finde. Dann im U10. 10. Untergeschoss. Reicht ja manchmal. So, ein bisschen Ordnung muss sein. Ja, so kann das ganz gut werden. Machen wir trotzdem erstmal mit Licht hier. Wollen ja nicht, dass wir Ogre spawnen. Mutingschwert. Das war jetzt gerade meine Maus. Steine setzen im Keller, weißt du? Immer zweimal rechte Maustaste klicken und jetzt hat die Maus gerade nicht aufgehört mit klicken. Wie alle. Achso. Ja. Ich es liebe, wenn man daneben drückt, ey. Fetz wohl. Nervt ohne Ende. Wenn du dann immer. Also ich stehe auf dem Boden, den ich machen will. Setz den halt nach vorne. Und du triffst immer auf die Kante und setzt dir den halt eins hoch. Nervt. Hat nicht gereicht. Aber. Kann man so machen. Wird noch heller. Da. Muss erstmal reichen, endlich. So, hoch, noch ein bisschen Steine machen. Haben wir alles leer gemacht. Da waren noch 7, 6. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Wieder. Mal die überlegsten mehr, also. Ja, wie ist es mal halt? Zwecks hier Bären. Ach, du baust ja schon bei der Schwagas. Hast du eigentlich schon gesagt, was du baust, oder musst du wieder jeder mit fiebern? Na, wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass hinter der Tür eine Kiste stand mit Bären drin. Aha, also baust du einen Ogre-Spawner. Nee. So. Oh.
Stimmt, boah. Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Den. Ich habe vergessen, also ich habe vorher noch mal den Boden extra noch mal eins rausgekloppt, um halt, dass ich eine doppelte Decke machen kann von dem letzten Lager jetzt, wo die Rohstoffe sind, zu dem neuen Raum unten, dass ich da eine doppelte Decke machen kann, weil ich dann in der Decke auch aus Stein wollte. Hab da extra noch mal einen Boden rausgekloppt, um trotzdem die Höhe von 3 zu generieren. Und hab das aber mit der Tür trotzdem vorgecheckt. Müssen wir das jetzt doch noch immer so rausklappen? Und eigentlich da hinsetzen. Eigentlich. Ah, das gefällt mir aber nicht. Hast du denn wieder runtergegangen? Ach, das ist alles nicht so schön geworden. Das da. Den dahin. So. Dann soll das ja hier die Tür werden. Da sieht das doof aus. Na gut. Das muss ja nur noch mal raus. Dann passt es doch so.